Willkommen zurück zu einer Folge von Wir sind hier schon wieder. Irgendwie hat es mich aus dem Spiel rausgehauen. Komischerweise. Ist mir selten wieder passiert. Keine Ahnung. Also wenn das nochmal passieren will, dann weiß ich ungefähr, an was es gelegen hat. Aber bis dahin müssen wir uns wahrscheinlich nochmal ein bisschen gedulden. Na gut. Wow. Okay, da kommt er wieder runter. Ja, nur mal kurz noch was gucken. Theoretisch hatten wir... Ja, okay, wir hatten alle. Das heißt... Oh, shit. Oh, ja, das werden wir jetzt mal ausprobieren. Oh. Okay, das ist jetzt wieder der Drache gewesen. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Das war auch so sehr. Tut mir leid. Tut mir leid. Aber ich hoffe, der hat Spaß. So, also, wo ist jetzt wieder mein... Wo ist? Hier, Wirbelwind Sprint. Wir wollen ja nicht auszusehen jemanden töten hier. Oh mein Gott, der hat wenig Leben. So, wir ignorieren jetzt einfach mal die Leute hier. Wo hat es mich denn rausgehauen? Irgendwo hier. Ich bin hier lang gewuldet und genau hier hat es mich rausgehauen. Na gut. Es ist schon mies, wenn das passiert. Hey, wer bist denn du? Ein Ork. Was hat denn ein Milchtrinker wie ihr hier draußen zu suchen? Keine Ahnung, ich mag Milch. Bis zum nächsten Mal. Hast du ein Problem oder was? Willst du von meinem Drachen gefressen werden? Willst du das? So, kann ich eventuell auf dem reiten? Nö, das geht nicht. Schade. Also dann. Wo ist jetzt dieser komische Weg, von dem ich jetzt auf der Karte irgendwo gesehen habe? Och nee, ich bin dran vorbeigelaufen. Oh, ist ja belastend. Wie soll ich jetzt denn wieder diesen Weg finden? Der ist ja echt beschissen versteckt. Wo ist der denn? Da! Nee. Könnte das hier ein Weg sein? Nö. Aber ich bin fast da. Sehr schön. Also noch ein paar Meter. Hier ist er da. Okay, da vorne sind... Ah, Hilfe! Hey! Nicht einfach so anschlagen hier, das geht doch gar nicht. Ich bin hier immerhin... Ich beschütze euch vor Drachen, ihr kleinen... Wie ist das? Undankbaren Säcke hier, ihr... wie heißt das Wort? Ah, ich komme drauf. Ah, Mann, wie heißt es? Ah, dankbar, jetzt. Ja, hier muss ich dann lang. Bis jetzt wieder... So, Banditmarodeur, du bist tot. Yeah, wegen dir habe ich jetzt eine Zweihändigkeit auf 91. Ich muss dir ein klein wenig danken. Ach, jetzt auch mitgekriegt hier. Erst hier schreiend auf mich zugerannt kommen, dann irgendwie am Wasser feststecken und dann irgendwie sterben. Aber schön, dass es Magie mit der Rüstung wenig Schaden an mir macht. Ich hätte eventuell irgendwas mit Rüstungverbesserung auf die Rüstung gemacht. Das wäre vielleicht witzig gewesen. Okay. Hab mich schon gewundert, warum es auf einmal weggezogen hat. Aber ne, die Killcam hat es mal wieder erledigt. Kenne ich. Der Rest ist sinnfrei. Wir könnten allgemein mal noch ein bisschen warten, bis hier wieder Tag ist. Tag ist ja schön. Tag ist immer was Feines. Aber egal, wir haben ja auch noch ein Licht. Wo ist denn das Licht? Dieses Licht. Ah, ja, genau. Merunesklinge aus den Favoriten. So. Okay, speichern. Sehr häufiges Speichern hilft auf alle Fälle, so schon vor Bass zu entgehen. Wo muss ich denn jetzt eigentlich lang? Ich bin kurz davor es zu finden. Die Frage ist halt nur, wo genau das ist. Und ich könnte auch nochmal kurz auf die Uhr schauen, das wäre eine sehr gute Idee. Okay. Ja, dann gehen wir geradeaus hier im Kreis rum und irgendwann ist doch hier der Eingang, oder? Nee, der Eingang kommt noch. Okay. Ich wundere mich ja jedes Mal, wenn es hier... Sag mal, wir müssen doch irgendwann mal oben angekommen sein, oder? Das ist zumindest mein Gedanke hier. Ah, okay, also hier ging es wirklich lang. So, also dann. Wir sind fast da. Hoffe ich jetzt mal. Ah, ja, genau, hier könnte die Höhle sein. Lichtung der Ahnen entdeckt. Super. Ja, nach Lichtung sieht mir das nicht aus. Das sieht mir aus wie ein Tunnel. Na gut, speichern. Dann geht's in den Tunnel rein. Und los. Gasthäuser eignen sich bestens, um Gerüchte aufzuschnappen. Meistens können dir die Würze von Quests in der Nähe berichten. Es ist so dunkel hier, es ist so dunkel hier. Also Zeit für ein Licht. Ah, stimmt, ich habe Heilung nicht mehr hier drauf. Na gut, da werde ich mal gleich mal Heilung wieder hier reinnehmen.
So, und Zeit für mein Nahang-Dingen. Nicht sonderlich beeindruckend, oder? Nö, nicht wirklich. Wenn dieser Ausflug umsonst war, werden euer Freund Dexion und ich nach unserer Rückkehr ein paar ernste Worte zu wechseln haben. Ach, wirklich? Der ist immerhin blind. Vielleicht hat er uns ja aus Versehen. Vielleicht hat er sich ja schon in seinem Geist verlaufen. Das kann ja auch sein. Man erblindet ja nicht tagtäglich. So. Auf da! Motten. Hier haben wir sie doch. Ah, okay. Schon wieder Motten. Okay, also wie war das? Ich muss. Seht euch nur diesen Ort an. Yep, sieht schön aus, ne? Ich bezweifle, dass es im ganzen Himmelsrand einen Ort wie diesen gibt. Es ist wunderschön. Yep. Und wir laufen hier mit gezückter Waffe herum, nur um... ich glaube, da muss ich dann hin. Aber bevor wir da hingehen, werde ich mich auf alle Fälle noch mal ein kleines bisschen... Vor allem hier ist jahrhundertelang niemand gewesen. Wieso ist da hier vorne ein Geldbeutel gewesen, hä? Und ich gehe mal fast davon aus, dass hier noch irgendwo eine versteckte Truhe ist oder sowas. Die genauso aussieht wie die Drohnen überall anders auch, die von zivilisierten Personen hier hinterlegt wurden. Also im Grunde genommen sagt das ja nichts darüber aus, wer oder was es ist. Alter, das ist ja genauso wie bei der Drachenlichtung da ein. Ah, die war super. Die war wirklich schön. Da konnte man sich ein bisschen entspannen. Das war halt nur auf diesem komischen Todessumpf-Dings ähnlichen. Also, wo alles voller Schwefel war. Da habe ich mir immer so ein bisschen Gedanken gemacht. Nicht, dass der auszusehen, wenn man hier so eine kleine Vergiftung reinbekommt. Das wäre ungünstig. Moment. Okay, gut. Der hat bloß schwer geatmet. Ich dachte, ich hätte hier ein Wort gehört. Aber gut. Und hier ist wieder so eine schöne Seelenspalte. Genau wie hier. Beziehungsweise ist es allgemein bloß eine Spalte, wo Gas rauskommt. Oh! Sieh mal einer an. Da haben wir doch was. Ein Drachenbaum. Also für einen Drachenbaum sind mir die Pflanzen irgendwie ziemlich klein. Was haben wir hier? Eine Ahnenmatte. Hehe, wir fangen mal eine Ahnenmatte. Können wir noch mehr von denen? Ah. Ich brauche ja das Messer. Stimmt, ja. Okay, ich brauche mehr von diesen Motten. Yeah, ich fange so viele Motten wie geht. Scheiße. Okay. Jedes Mal, wenn ich diese Ahnenmotten... fange, kriege ich zwei Ahnenmotten. Moment, mir war doch. Nee. Hier ist eine. Genau, ich muss sie nur treffen. Ist denn eine? Nee, okay. Also die wollen anscheinend nicht gefangen werden. Die sind wahrscheinlich mehr so freilebig. So was, ja, Freiluftmotten sind das. Ja, genau wie hier. Ab und zu findet man ein oder zwei, die man mitnehmen kann, aber das ist es dann auch schon gewesen. Das sind wahrscheinlich dann nur Standardmotten oder so. Aber ja. Haben wir denn hier sonst noch? Hier hinten könnte man hochgehen. Wir sind ja von hier oben gekommen. Müssten wir dann hier lang wieder hin. Ja, könnten wir eventuell noch irgendwie hier ein bisschen sanfter runter. Na, okay, sanft ist es nicht, aber es geht. Also dann. Hey, was bist du denn? Eine Sichel, mit der man der Anziehungskraft. Schön, dass die so rumschwebt. Nehmen wir die mal mit. Ja, also die Bäume sind ja eigentlich gleich hier in der Nähe, ne? Wir nehmen jetzt einfach mal ein bisschen Harz. Das war irgendwie cool. Dummerweise hat er nur den falschen Fleck entfernt. Na gut. Sammle die Rinde eines Ba-Ba-Ba. Locke an, Mottenschwärme an. Null von... Oh, da kommen welche. Da kommen welche. Oh, da kommen welche. Wird da irgendwie... Wächst der? Nee, das ist bloß kleiner. Ja gut, wir brauchen mehr von diesen Bäumen. Bäume. Seht sie euch an. Ah, jetzt. Sie haben euch definitiv ins Herz geschlossen. Oh, die mögen mich. Wenn ich mir das nicht einbilde, beginnt ihr zu schimmern. Ich schimmere? Nee, ich schimmere überhaupt nicht. Ich schimmere überhaupt nicht. So weit ich das sagen kann, kann ich wirklich sagen, dass ich nicht schimmere. Nicht im geringsten. So, na dann. Ist das wieder so ein Baum? Wahrscheinlich nicht. Das ist ein ganz normaler. Aber es ist irgendwie geil, mit den Motten um einen rum zu fliegen. Oder das ist echt lustig. Na gut. Müsste dann wahrscheinlich, glaube ich, wieder mal das Licht aktivieren. Aber das ist ja auch wieder ein bisschen...
das ist sekundär. Wir wollen ja eher erstmal hier die Matten anbekommen. Ja, Licht ist aus. Gut. Das Licht ist aus. Wir gehen nach Haus. Rabimmel, rabimmel, rabum. Oh, das war das Falsche. Aber egal. Heilung ist auch was Tolles. So. Und wir können es eventuell mal wieder weg. Wir wollen mal hier ein bisschen friedliche Atmosphäre hier rüberbringen. Okay, also wie bekomme ich dieses Gitter hier auf? Wären wir auf der richtigen Fährte. Ja, ich muss hier nur irgendwie versuchen, einen Öffner zu finden oder sowas. Na gut. Das ist keiner von diesen Bäumen. Das wird einer von diesen sein. Die sind immer mit Skid auf irgendwelchen solchen Dingern hier, ne? Aha. Okay, man muss anscheinend nur einmal dieses Zeug da sammeln und dann muss man hier durch die Gegend laufen und Ahnenmotten einsammeln. Jetzt sind wir bei der 2 von 7. Super. So. Schön wäre, wenn man dann so nach und nach irgendjemanden reden hört oder so. Hier haben wir dann wieder die 3. Okay, gut. Da wissen wir jetzt, nach was wir suchen müssen. Hier haben wir dann 4. Okay, hier muss doch noch was sein. Ich schimmer sowas von überhaupt nicht. Okay. Da. Hier ist noch was. 5. Fehlen nur noch 2 von diesen Schwärmen und dann sind wir alle glücklich. Das wäre dann Nummer 6. So, und Nummer 7 war, glaube ich, hier oben irgendwo, ne? Ja, da ist doch eins. Super. Ja. Oh. Ich glaube, das könnte genau das sein, worauf wir gewartet haben. Alter Schwede. Gehen wir zurück nach oben. Vielleicht können wir die Schriftrollen ja lesen. Alter. Meine Fresse. Ich leuchte. Oder beziehungsweise ist das bloß der Flügelstaub dieser Motten, der langsam vom Licht reflektiert wird und mir dann in die Lungen geht und mich dann langsam umbringt. Also dann. Ist nämlich ähnlich wie bei Vögeln. Wenn man nämlich allgemein... Ich? Nö. Soll ich das Ding jetzt lesen? Ne, okay, ich lese es halt. Aber vor... Ich habe ja mehrere von den Dingern. Schriftrolle. Schriftrolle, Schriftrolle, Schriftrolle. Aber ich glaube, ich habe nur einen im Inventar jetzt, ne? Oh, das wäre ziemlich blöd. Wo bist du? Schriftrolle der Alten. Hier, Drache, Sonne und Blut. Okay, dann werden wir mal das hier lesen. Mal gucken, was passiert. Okay, die Motten sind keine große Hilfe. So, also dann. Probieren wir jetzt mal was anderes. Und zwar... Hische. Oh, das war's. Moment. Ah, shit. Ich will doch hier jetzt nichts hinschreiben. Ich muss hier nach... Ich muss alles anwählen. Hische. Iftrolle der Alten. Genau, die wollen wir doch haben. Okay, wir werden jetzt eventuell mal Sonne lesen und danach Blut. Mal gucken, was passiert. Okay. Anscheinend lässt sich Sonne nicht lösen. Versuch Nummer 3, weil es so schön war. Das sehe her. Oh, das wollte ich jetzt eher nicht. Ah, nee, ich muss ja erstmal hier oben draufklicken. SC. Rüftrolle.